Jetzt sehe ich, jetzt bin ich scharf. Wir haben einen sehr spannenden Tagesimpuls, auch, ja, ich weiß gar nicht, ich weiß vielleicht den Namen nicht mehr, der diesen Tagesimpuls haben wollte. Wenn du auch einen möchtest, schreib mir eine Zahl zwischen 13 und 268. Genau, 13 und 268. Da bekommst du deinen Tagesimpuls. Ich bin schon wieder unscharf hier, ne? Jetzt. Deinen Tagesimpuls aus dem Buch 100 Krisen meistern, finde dich selbst, das neue Buch für deine Bewusstwerdung, für die Aufarbeitung unbewusster Blockaden und Traumata und wie du deine Schöpferkraft entfalten kannst. Liebe und Bewusstsein. Darum geht es. Denk, ne? Schreib eine Zahl, wer hat es sich gemerkt? Unscharf. Wer hat sich gemerkt, eine Zahl zwischen 13 und 268? Stimmt das? Dann bekommst auch du deinen Tagesimpuls. Stimmt das mit der 200? Boah, das stimmt. Ich habe es mir gemerkt. Also, das Tagesthema ist Einsamkeit. Einsamkeit tötet. Ja, jetzt wird es nämlich echt fies, denn Einsamkeit ist wirklich schwierig, wenn man sich einsam fühlt. Wer sich selbst nahe ist, mag manchmal alleine sein, aber nicht einsam. Wenn du dich selbst liebst, deine Wünsche und Ziele besser kennst, dich immer mehr wertschätzt und gesunde Grenzen setzt, förderst du deine mentale und körperliche Gesundheit. Single und alleine zu sein, lassen dich dann nicht mehr leer und traurig fühlen, wenn gerade niemand für dich da ist. Wusstest du, dass Einsamkeit ebenso tödlich wie Kettenrauchen ist? Besonders für ältere Menschen bedeutet Einsamkeit ein schnelles Todesurteil. Laut Statista fürchten fast 43% im Alter einsam zu sein. Es gab bereits zahlreiche Studien über die Bedrohung des Alleinseins. In der Pandemie führte das sogar zu einem Anstieg der Sterberate. Eine erschreckende Zunahme, die niemand berücksichtigte bei den Verordnungen der Schutzmaßnahmen. Die soziale Distanz war aber nicht nur für ältere Menschen eine Zerreißprobe, auch Singles waren stark betroffen. Wie wollte man der Einsamkeit entgehen, wenn man niemanden mehr umarmen oder gar sehen durfte? Ja, die Menschen waren im Lockdown und in ihrer Einsamkeit gefangen, aber nicht nur zu diesen Zeiten. Was ja auch wirklich dramatisch war, wie ich finde, sind tatsächlich die Maßnahmen, die getroffen worden sind in Bezug auf Schulen und Kinder. Ich muss ein bisschen aufpassen, mehr werde ich dazu jetzt nicht sagen, aber ich habe damals schon ein Video dazu gemacht, welche psychologischen Folgen das für die Kinder und auch ihr späteres Beziehungsleben und auch das generelle Leben haben wird, wie sich das psychisch auswirken wird, nämlich mit einer höheren Suizidrate oder halt auch mit Gewalt. Damals wurde ich für diese Informationen gesperrt auf YouTube. Ja, heute, jetzt ist es live. Ha, dafür kann ich nicht gesperrt werden. Ja, Einsamkeit ist wirklich eine wirklich schwierige Geschichte, wenn man sich einsam fühlt. Es kann einen zerreißen. Noch schlimmer ist der Liebeskummer. Denn wer Liebeskummer hat, da tötet wirklich etwas in einem erstmal ab. Deswegen, ich habe auch da glücklicherweise, weil ich selber mal sehr stark unter Liebeskummer gelitten habe, ein halbes Jahr lang, und habe auch da mit einer spirituellen Methode, die ich für mich selber ergründet habe, die habe ich dann ausprobiert. Und das war einfach genial. Und es hat auch schon bei einigen Kunden die gleichen Ergebnisse gehabt. Mit dieser Methode, wirklich, wenn du auch lange schon im Liebeskummer bist, von jetzt auf gleich mit so einem Wimpernschlag war es vorbei. Und ich hatte dann nicht mal 24 Stunden später einen neuen Partner. Ja, das war ja
Das war echt der Wahnsinn. Ich habe ein halbes Jahr daran geknabbert. Und danach, zack, zack, einmal Liebeskummer weg. Und 24 Stunden später habe ich wirklich durch Zufall, also nicht Online-Dating oder so, sondern durch Zufall, jemanden kennengelernt. Ja, genau. So. Einsamkeit. Wie es auch schon im Buch steht, also wenn du es noch nicht hast, jetzt als E-Book gibt es es noch zum Einführungspreis 9,99, 38% günstiger statt 15,99. Danach, ich mag ja lieber Print. Ne? Print ist 19,99, weil Papier ist ja auch recht teuer geworden und teilweise gab es noch nicht mal mehr Bücher, die ins Lager gekommen sind von mir, weil die Produktion durch die Papierproblematik nicht funktionierte. Daher hol es dir unbedingt, so schnell es geht. Wer weiß, wie lange wir das auch noch so anbieten können. Einsamkeit und Alleinsein. Das sind halt zwei komplett verschiedene Dinge. Wir müssen nicht einsam sein, wenn wir alleine sind. Und wenn wir in unserer Mitte sind, wenn wir mit uns innerlich stabil werden. Das hat den Vorteil, dass wir uns nicht einsam fühlen. Und es hat den Vorteil, dass wenn wir innerlich stabil werden, dass wir gleichzeitig uns besser für einen Partner ja, qualifizieren, der eben auch ja, gewisse Fähigkeiten. Wir ziehen einfach andere Partner dann in unser Leben. Und zwar welche, die auch darauf ausgerichtet sind, dass es wirklich dann auch zu einer erfüllten Partnerschaft kommen kann. Einer dauerhaften, glücklichen, erfüllten Partnerschaft. Das geht, indem wir selber innerlich stabil werden und dieser Einsamkeit entgegentreten. Genau mit dieser Methode, was ich ja auch mit meinen Kunden in den Beratungen mache. Du kannst dich natürlich auch ablenken. Du kannst Dinge tun, du kannst unterwegs sein und dich mit vielen anderen Sachen beschäftigen, was auch super ist, um deine Einsamkeit zu bewältigen. Aber das ist nur eine Zusatzstrategie, denn solange du im Inneren noch diesen, ich sag mal, blinden schwarzen Fleck hast, dass du in eine starke Einsamkeit verfallen kannst, wenn du nicht gerade keinen Partner hast oder auch diesen extremen Liebeskummer, so wie ich das auch hatte, dann ist etwas noch in dir ungelöst. Es ist auch möglich, dass du dann Beziehungsunfähigkeit, eine auch Bindungsängste und sowas hast, obwohl das genau andersrum ist. Aber es sind ja wie zwei Magneten. Partner, Mann, Frau sind ja wie zwei Magneten, divers natürlich, ne? Und diese beiden Magneten ziehen sich so an, wie sie es brauchen, um eine Einheit zu werden. Wenn also jetzt einer von beiden beziehungsunfähig ist, dann ist einer passiv und einer aktiv beziehungsunfähig. Und derjenige, der dann leidet anhand der Trennung, diesen fürchterlichen Liebeskummerschmerz hat, der ist dann in der Regel der passiv beziehungsunfähige. Also, um das Muster auszutreten, die innere Stabilität stärken, die Selbstliebe stärken, den Selbstwert, das Selbstbewusstsein. Und durch diesen Prozess begleite ich dich natürlich total gerne. Also lass uns auch super gerne schimpfen. Ja, ich freue mich einfach sehr für jeden, der diesen Weg geht. Und vor allem ist es dann möglich, dass auch wieder Beziehungen und Mann und Frau, wie war's, wieder zusammenfinden können, was jetzt gerade einfach so nicht der Fall ist, weil du weißt selber, die Single-Rate steigt, irgendwie hast du vielleicht selber auch gerade den Eindruck, die Männer, ich weiß nicht, irgendwie keiner will sich so richtig binden oder von den Frauen, ja, irgendwie, ne, ich wurde verlassen. Also da gibt es ja unfassbar viele Variationen, weshalb das nicht so funktioniert hat bisher in deinem Leben. Und genau darum geht es herauszufinden, was ist die Ursache, wo hakte es jetzt noch? Und dann habe ich eben auch noch diese wundervolle Gelegenheit, da spreche ich irgendwann später drüber, dass die Menschen wieder zusammenfinden. Und da freue ich mich schon so, 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 so sehr drauf. Ja,
Noch ein kleines Goodie, ich überlege gerade wegen einer Offline-Veranstaltung, das heißt wieder ein Event vor Ort. Also wahrscheinlich, vielleicht nächsten Monat schon in Düsseldorf, muss ich mal schauen. Wenn du auch willst oder wenn du irgendwas weißt für eine Live-Veranstaltung, ich komme auch gerne deutschlandweit, international, aber auf Deutsch. Die ganzen Wortspiele und so, das kriege ich auf Englisch nicht hin. Ich glaube, es geht auch gar nicht. Und dann komme ich gerne überall hin und ja, ist dann eben auch nur eine Frage, wo, wie mit den Kosten und so weiter. Ja, ihr Lieben, fühlt euch gedrückt. Ach, ich wünsche einfach jedem, dass er diese Liebe findet. Und der Weg ist einfach, dass wir selber erst in die Selbstliebe kommen und diese Dinge eben auch aufarbeiten. Vielleicht einen Hinweis noch, auch da werde ich nochmal ein separates Video zu machen. Ich habe jetzt gerade letzte Woche stark gehäuft gehört von ehemaligen Kunden oder von welchen jetzt meine Kunden geworden sind, wie krass dieser Coaching-Markt geworden ist. Also wirklich, ich habe gehört von Bedrohungen und Erpressung, dass man einen vierstelligen Betrag geben muss. Also ich habe sehr viele Ausbildungen gemacht, ich habe das alles selber durchlebt, 100 miese Dates und die Suche nach der Liebe. Ich habe das nicht aus irgendeinem Buch und Säule 10 geschrieben, Beziehungsinstitut gegründet, einen eigenen Verlag gegründet. Ich bin ausgebildete Mediatorin nach deutschem Mediationsgesetz, systemisches Coaching, Achtsamkeitstraining, alles Mögliche. Findest du auch auf meiner Seite. Also es ist wirklich wichtig, dass du nicht in die Fänge eines Coaches gerätst, der dich eventuell sogar erpresst, wo dann Anwalt eingeschalten wird oder der auf Biegen und Brechen dir einfach irgendwas verkaufen will, aber am Ende die Qualifikation eigentlich gar nicht hat. Nur vielleicht sein Marketing super ist. Ne? Also pass wirklich auf dich auf. Ja. No, ansonsten kommst du zu mir. Freue ich mich natürlich. Und ja, jetzt reicht's. Jetzt, ich muss noch ein bisschen was machen. Und schreib mir, lass von dir hören, Facebook-Gruppe, wie auch immer. Tschüss, tschüss. Fühl dich geknuddelt und umarmt. Ich hoffe, alle. Liebe, 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 Liebe. Kriegt dann noch ein Herz. Das ist aber kein schönes Herz. So, so viel Zeit muss noch sein.